Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. In dem Comic heute, da geht es um Agenten, die auf Missionen gehen mit ganz, ganz viel Action, mit viel, viel Spannung und ja, welcher Titel das genau ist, wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Titel geht es heute. Amber Blake, oder besser gesagt nicht nur um diesen einzelnen Titel, sondern, wie ihr vielleicht hier auch schon sehen könnt, um eine ganze Reihe. Der Insektenhaus Verlag hat mir einfach mal so die Amber Blake Alben zugeschickt. Teil 1, Teil 2 und Operation Dragonfly. Und ja, vielen Dank einmal dafür an den Insektenhaus Verlag und Alexander Kaschte fürs Zuschicken dieser Exemplare. Und jetzt kann ich euch einfach mal die gesamte Reihe vorstellen. Ich habe alle drei Alben durchgelesen an einem Stück. Das macht wirklich süchtig, muss ich jetzt in diesem Fall echt mal sagen. Und ja, es geht hier um Amber Blake. Der erste Band heißt Teil 1 Das Mädchen aus Merton Castle. Band 2 heißt dann Operation Cleverland. Und ja, der andere Teil dann Operation Dragonfly. Teil 1 und Teil 2 erzählen so ein bisschen so den Werdegang von Amber Blake, so die Vorgeschichte, und Operation Dragonfly ist dann schon so, ja, ein Folgeband auf dessen, was in den ersten beiden passiert. Jedes Album hier hat 56 Seiten. Da Teil 1 und Teil 2 liegen bei 17,95 Euro und der dritte Band liegt bei 12,95 Euro. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch gerade gar nicht so genau erklären. Ich vermute fast, dass es den hier vielleicht eher gab, den Operation Dragonfly, und dass da die Druck- und Herstellungskosten noch eventuell anders lagen. Also seitentechnisch, meine ich von der Angabe her, müssten die identisch sein. Aber macht ihr nichts mit verkehrt, auch der Preis für 17,95 Euro ist absolut in Ordnung. Ne? Schönes, großes Hardcover. Ich zeige euch gleich irgendwann auch nochmal die anderen kurz von den Rückseiten her. Und es sieht, wie gesagt, wie immer fantastisch aus. Ne? Ganz tolle Aufmachung, sehr schöner Druck, schönes Papier, was hier wieder benutzt wurde auch. Und ja, diese gesamte Reihe, diese Amber Blake Reihe, ist von einem belgischen Model kreiert worden. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, der Name ist Jade Lagardère. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die ist ein Model und die hat mit an dieser Reihe gewirkt. Ich schätze mal, dass die auch so ein bisschen für Amber Blake wahrscheinlich so Modell gestanden hat oder nicht. Wir haben das ja in letzter Zeit schon häufiger, gerade wenn wir jetzt auf Berserker mal gucken, von Crosscult, auch mit Keanu Reeves, dass es immer mehr so kommt, dass Leute, die schon ein bisschen bekannter sind aus Film, Fernseher, Schauspielerei, jetzt hier auch Model, dass man versucht, irgendwie einen Weg in die Comicwelt zu finden. Da geht man dann auch zwar irgendwie so ein bisschen vorsichtig dran und denkt so, mal gucken, nicht, dass das irgendwie nur zum Selbstzweck irgendwie dient, aber nein, dieses Model Jade Lagardère, die ist auch zum Beispiel sehr engagiert. Die macht mit bei SOS Kinderdorf zum Beispiel. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl von dem, worum es hier auch geht, dass es ihr sehr, sehr wichtig ist, dass es Kindern gut geht. Bei einem Großteil dieser Geschichte hier bei Amber Blake nimmt viel Story-Themen mit ein, die um ja, so Kindesmisshandlungen auch gehen. Ne? Kindesentführungen, Kindesmisshandlungen oder auch Kinderhandel im Allgemeinen. Und das ist so ein ganz großes Thema dieser Reihe so ein bisschen. Aber ich komme einfach mal auf die Geschichte zu sprechen. Amber Blake wird hier in dieser Story 2003 von ihrer Mutter an einem Waisenhaus ausgesetzt. Na, da ist sie, ich weiß nicht, wie alt sie da ist, ich glaube, dass sie da schon so 7 oder 8 sein könnte. Sie wird da ausgesetzt und dann macht die Handlung so einen Sprung von 3 Jahren weiter. Sie ist mittlerweile, ja, ein bisschen älter geworden, ist da sehr, sehr gut angekommen in der Schule, ist wohl ein sehr, sehr cleveres Mädchen und muss dann zum Direktor hin, und da wird dann eben gleich gesagt, so, hey, wir haben Besuch von einem Mr. Kovacs,
Und der möchte euch ganz gerne auf seinen Campus mitnehmen. Der gehört quasi der Organisation Cleverland an und die bieten halt ja, jungen, cleveren Personen halt die Möglichkeit, besser lernen zu können und sich entfalten zu können. Und das nimmt sie auch wahr. Da macht das Ganze wieder so einen Zeitsprung von mehreren Jahren. Wir bekommen mit, wie sie da den Abschluss an diesem Campus oder dieser, ja, dieser Organisation im Grunde genommen macht. Und dann geht es so weiter, dass man merkt, dass eine ihrer Freundinnen wohl wieder von einen der oberen Leute aus dieser Chefetage irgendwie ja, angegraben wurden oder sogar sexuell belästigt. Und die wollen sich das nicht mehr gefallen lassen. Daraufhin möchte man an die Presse treten, um das zu erzählen. Das wird aber verhindert. Da wird dann unter anderem, werden da Freundinnen von Emma Blake dann auch getötet und sie wird gerade so gerettet und kommt dann final bei einer anderen Organisation unter, die sie dann auch wiederum ausbilden möchte, ihr Sprachen beibringen möchte, verschiedene Kampfkünste, wie man mit Waffen umgeht, wie man Bomben entschärft und. Also man möchte sie im Grunde genommen zu einer Art Agentin heranziehen, die dann gegen die Organisation hier rund um Cleverland, dann um den Mr. Kovacs dann eben vorgehen kann. Ne? Sie möchte sich auch unbedingt rächen, ne? Weil ihre beste Freundin dort halt eben getötet wurde. Und so entspinnt sich so nach und nach so ein ganz interessanter, ja schon fast so Agenten-Thriller, so eine Agenten-Thriller-Story entspinnt sich dann. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich war sehr stark an etwas erinnert, als ich das gelesen habe. Und zwar, vielleicht mag der ein oder andere es noch kennen, Alias, die Agentin mit Jennifer Garner. Auch da haben wir Jennifer Garner eben als Sydney Bristol, die dann ja auch so eine Art Geheimagentin ist, ne, wo aber auch noch sehr viele so mystische Einschläge mit bei sind. Die haben wir hier bei Emma Blake jetzt nicht. Aber der, ich weiß nicht, ich fand, der gab so viele Parallelen irgendwie zu, weil man halt nie weiß, wen darf man vertrauen. Ne? Was hat dann die Freundin damals gemacht, die dann getötet wurde? Oder was macht der Studienkumpel, der mit einem ja zusammenarbeitet als Techniker? Was hat der alles so für Hintergründe? Und warum wurde sie überhaupt von ihrer Mutter ausgesetzt? Ne? Wer ist der Vater? Und. Also da gibt es ganz viele sehr interessante, sehr, sehr coole Verstrickungen, die immer wieder dafür sorgen, dass man so Wow-Moment hat. So, ach so, ja, wow, okay, ach so ist das, ne? Der ein oder andere wird vielleicht auch sagen, ja, gut, klar, wenn man mal so ein Agenten-Thriller-Ding gelesen hat, dann kann man einige Sachen auch schon im Voraus erahnen. Aber das ist halt so gut geschrieben, so gut gezeichnet, so dynamisch auch von den ganzen Zeichnungen, ne? Dass mich das total geflasht hat, total begeistert hat, richtig reingezogen hat. Also ich hatte ein Album durch und habe gedacht, boah, Gott sei Dank liegt das nächste schon hier. Dann konnte ich auch direkt weitermachen. Also es war wirklich eine ganz tolle dreibändige Reihe bisher, wo ich auch hoffe, dass das weitergeht. Ich habe schon mal nachgeguckt, aber bisher habe ich noch keinen vierten Band gesehen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein ganz paar Ausschnitte hier aus dem ersten Band raus. Ne? Hier haben wir das gleich, wo Amber Blake dann ausgesetzt wird an diesem Waisenhaus und hier haben wir das dann auch direkt schon, wo sie dann ein bisschen älter ist und wo dann dieser Mr. Kovacs dann von Cleverland dann ja die Mädels anheuern möchte, um auf deren Campus eben zu kommen, zu gehen. Ne? Hier ist die Abschlussfeier, von der ich sprach. Und ich blätter mal nochmal zu so ein paar dynamischeren Seiten hin. Ja, auch hier, was hier so abgeht. Also der Zeichenstil hat mir extrem gut gefallen. Ganz, ganz toll. Die Zeichnung stammt von Butch Gossier. Ein Zeichner, der auch für Marvel und DC schon gearbeitet hat. Gerade für Captain America sehr bekannt ist. Iron Man, Doctor Strange und ich fand es wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Also die Zeichnungen, ne, guckt euch das an. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Auch hier, ne, mit dieser, mit diesem Effekt, mit dem Feuereffekt so, ne, wie das dann insgesamt so schattiert ist. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Also auch die Gesichter sind, finde ich, sehr gut getroffen. Und also
ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich hatte gewisse Alias-Vibes. Ich weiß nicht, falls ihr den gelesen habt, vielleicht geht es euch ja genauso. Dann könnt ihr auch mal was dazu schreiben, wie euch diese Bände gefallen haben. Ich nehme mir jetzt gerade mal noch mal ein, zwei andere vor. Ich nehme den Operation Blake einfach, den Operation Dragonfly meine ich. Stellen den da einmal hin. Genau, der sieht von der Rückseite nämlich so aus. Ja. Wie gesagt, der kostet 12,95 Euro. Und ja, hier geht's auch gut zur Sache. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo nichts drin passiert. Ne? Wie gesagt, sehr tolle, dynamische Action-Szenen, die wir hier mit drin haben. Und es ist an der einen und anderen Stelle auch wirklich sehr, sehr, sehr brutal, finde ich manchmal. Also das kann man dem jetzt auch nicht unbedingt absprechen. Aber ja, wo haben wir denn hier noch irgendwie gerade? Das ist alles hier Mission, Mission, Mission. Ja, hier zum Beispiel auch. Ne? Genau, wenn sie sich da zur Wehr setzen muss und erstmal so eine Art Klappmesser dann zum Einsatz kommt. Also das ist schon... Es ist schon sehr, sehr cool. Also mir hat das wirklich diese gesamte Reihe durchweg super gut gefallen. Gerade weil es halt auch immer vom gleichen Zeichner auch kommt, ist das schon sehr, sehr cool. Ne? Hier haben wir ja Band Nummer 2 und hier dann die Rückseite auch mega. Ne? Also das sieht auch super geil aus hier, gerade so mit diesem Hintergrund auch ganz, ganz toll. Und ja, also vielen Dank nochmal an den Insektenhaus Verlag für diese sehr interessante Reihe und ich kann die nur jedem, der so an Action Agenten-Thriller interessiert ist, kann ich nur empfehlen. Also das ist im Grunde ein Must-Have, finde ich. Also das macht so, es zieht einen so rein und man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Habe ich selten in dem Bereich so gehabt. Vor allen Dingen, weil es so interessant, so gut auch geschrieben ist. Ne? Es ist nicht so, als ob es jetzt textlich total überfrachtet und überlastet ist und dann man so denkt, so, oh ja, 10.000 Namen und Zahlen und Daten und Fakten. Nee, das ist hier nicht so. Und das macht das Ganze dann halt auch so gut, glaube ich. Dass man einfach nicht dieses Gefühl bekommt, so, oh, ja, okay, wer war das nochmal und wer war sie noch? Und ne, also sehr, 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 sehr cool vom gesamten Artwork her. Ne? Also gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schreibt mir, ob ihr die kennt, ob ihr da Interesse dran habt, die auch mal lesen zu wollen. Ja, finde ich sehr, sehr cool, diese Reihe, gerade dass man drei Alben dann sofort jetzt so auch hat. Und ja, das war's somit mit meiner Review. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in einer der nächsten Reviews auch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Comics und Manga lesen. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.